Hallo und herzlich willkommen hier, liebe Freunde, bei Bob und Feuerrot mit mir, dem Flecknerd. Ja, beim letzten Mal haben wir alle Trainer endlich besiegt in der, oder auf der MSAne, muss man ja sagen. Auf, nicht in. Und wir haben die VM Zerschneider bekommen von dem Kapitän, der doch ein bisschen, ja, seekrank war. So, jetzt das Erste, was ich machen muss, Zerschneider ein Pokémon beibringen. Und ich glaube, da ist Zombie ganz gut. Ja, ich glaube, Zombie kann Zerschneider lernen. So. Ich brauche noch nicht mal eine Attacke zu verlernen. Das ist super. Aber jetzt hier. Ja, ich kann hier den Zerschneider einsetzen. Dann los, Zombie. Orania City Pokémon Arena. Arenaleiter Major Bob. Der blitzschnelle Arenaleiter. Das ist ja voll die Anspielung. Oh Mann. Oh, das war zu blöd. Sorry, tut mir leid. Verdammt, das ist ein bisschen zu laut hier bei mir. Ja, so ist es angenehmer. Dann kann ich mich auch noch ein bisschen besser hören. Hey, warte du Champion-Spiel. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Ach ja, genau. Hier muss man ja den Schalter finden, damit man da seine Tür öffnen kann. Stimmt ja. So. Ich werde erstmal hier Manda noch ein bisschen trainieren, auf Level 23 auch, genauso wie hier Giftseeker und Rosezone. Schmetter und Taubeline sind ja eher weniger geeignet hier in dieser Arena. Also mal sehen, was ich mache ist auf jeden Fall hier, die Kämpfe. Das hier ist kein Spielplatz. Ich bin ja auch nicht zum Spielen hierher gekommen. Du Matrose, du. Der Reto. Warum nicht Retro? Oh. Hey, was habe ich denn gegessen heute Morgen? Schlimm. Ah, ich glaube, ich soll es lassen mit den schlechten Witzen. So, zurück hier zum Spiel. Mandala ist jetzt paralysiert. Suboptimal, aber irgendwie schaffe ich es schon. Ja, natürlich, berühmte 1 KP, der übrig bleibt. Und dann natürlich die Paralyse. Kennt man doch. Ja, Pokémon at its best. So, das Pikachu will unbedingt ausweichen, aber das hilft nichts. Das hilft überhaupt nicht. So, Mandala erreicht Level 21. Und als nächstes kommt noch ein Pikachu, also bleibe ich drin. Ich glaube, ich habe nichts Besseres als gut eigentlich. Ja, und dann die Paralyse. Ja, das macht auch deutlich mehr Schaden jetzt. Und das macht auch deutlich mehr Schaden. Verdammt. Na dann, Rosezone. Kann die wenigstens nicht paralysiert werden. Und ich glaube, da ist der Schein wohl schon in Ordnung. Völlig ausreichend. So. Wow, du hast mich überrascht. Tja. Gut, dann habe ich dich überrascht. Und ich gehe mal schnell ins Pokémon Center. Ich möchte auf jeden Fall, dass man dann noch ein paar Level dazu gewinnt. Und eignet sich natürlich auch gegen andere Trainer zu kämpfen und nicht mit wilden Pokémon.
So, dann ist das auch erledigt und es geht wieder zurück in die Arena. Dann habe ich auch erfahren, durch die Kommentare, Zombie wird nicht so toll sein. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Genau, ich habe in den Kommentaren erfahren, oder durch die Kommentare von euch erfahren, dass Zombie doch nicht so toll sein wird gegen die Pflanzenarena, genauso wie ich es mir gedacht habe. Also, dass sie... Ich habe mir gedacht, dass sie es... dass Zombie sehr effektiv sein wird. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. So, Metallklaue. Ja, erstmal die Metallklaue. Vielleicht nehme ich auch wieder Chalene rein ins Team. Muss ich mal gucken. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis ich da zur Pflanzenarena komme. So, jetzt ein Magnetilo, da kann ich natürlich drin bleiben. Hier mit Glut, das sollte sehr effektiv sein. Und das ist es auch. Und der Superschall trifft natürlich, kennt man doch. Ach ja, toll. Das war's mit Mandala, oder? Toll. Naja, dann, Schmetter, ich glaube, ich werde einfach mal Schmetter raushauen. Na, mit der Konfusion. Verdammt. Ich dachte, ein bisschen mehr Schaden kommt da schon rum. Na dann, Tackle. Nicht gegen dich selbst. So, und der Donnerschock. Okay. Nicht ganz. Der macht ja noch weniger Schaden. Ja, super. Na dann, Taubeline. So, bei einem KP ist es auch egal. Ein Kurzschluss. Wo? Was? So, und ihr wisst, was jetzt wieder Sache ist. Ja, ins Pokémon Center. Und wieder zurück in die Arena, ja. Wie viele Trainer sind es denn jetzt noch? Einer oder zwei? Ich vermute nur noch einer. Ich habe da oben einen gesehen. Und ja, das ist der letzte. Der Gentleman. Major Bob war mein Ausbilder. Ein Gentleman, der wohl Soldat war. Okay, interessant. So. Ob das jetzt ausreicht? Nein. Noch nicht. Ja, Donnerwelle, super. Aber jetzt reicht der Doppel... Das Doppelteam, der Doppelteam, der Doppelteam-Angriff, ha! Aus und jetzt auch nicht mehr. Ach komm, das bisschen. Stopp, du bist so gut. So, und jetzt mal gucken, habe ich da Paraheile ein. Setze ich ein, weil ich Mandala vielleicht noch brauche.
Und ansonsten... Controls noch nach vorne. Nur Abfall. Ein Hebel. Okay, das Schloss ist entriegelt. So, erstmal gucken, wo sind denn die Schlösser oder die Hebel zum Öffnen. So, einen habe ich, der zweite. So. Und hier. Na, Moment, war das hier? Moment. Nein. Nein. Okay, gut. Das erste wurde entriegelt. So. Geht doch. Ja, ich kann's riskieren jetzt. Hey, Kitty, was hast du dir verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, und viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nur bevor. Er hat drei Pokémon. Als erstes kommt ein Voltball auf 21. Sollte kein Problem sein für Rollstone. Intensität 7. Ja, wie stark ist das denn? Okay. Reicht völlig aus. Rollstone erreicht Level 24. Und es passiert sonst nichts weiter. Wir bleiben drin gegen das Pikachu. Level 18. Okay. Okay. Aber dafür dann kommt dann das dritte Pokémon. So, nehme ich Raichu. Und das ist auf Level 24. Okay, ist echt nicht schlecht gewesen, dass ich Rollstone besonders ein bisschen trainiert habe. So, und die Intensität 9 sollte ausreichen. Ja. 600, schade. Ein bisschen mehr könnte es doch noch sein. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon auch jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. TM34 ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, schön, dass ich auch ein Elektro-Pokémon habe. Das fehlt mir. Hätte ich nicht irgendwie im Vertania-Fall Pikachu fangen können? Welche Wahrscheinlichkeit hat es denn? Och Mann. Naja, was soll's. Erstmal geht's wieder ins Pokémon Center. Einmal kurz hier ordnen. Also Zombie kann ja jetzt Zerschneider. Aber Zerschneider kann ich auch einem anderen Pokémon beibringen. Was habe ich sonst noch? Namizekatz. Ich glaube, Charlene nehme ich mit ins Team zurück. Ich glaube, besonders im Felstunnel wird es halt sehr praktisch sein, Charlene im Team mitzuhaben. Gegen Gesteins-Pokémon auf jeden Fall.
So, dann gehe ich nochmal schnell in den Pokémon-Markt und guck mal, wie viel Geld habe ich denn jetzt überhaupt? Ich glaube, Pokémon brauche ich nicht, nee. Supertränke könnte ich vielleicht noch ein paar kaufen. 6? Nö, ich glaube 11. 11 Stück sind in Ordnung. Da ist noch genug. Gegengift 5 Stück. Schutz. Kaufe ich nochmal 5 Stück dazu. Nö, nö, danke schön. Passt schon. Ja, und dann beende ich diesen Part auch. Wir haben ja eigentlich was geschafft, nämlich die dritte Arena bezwungen. Wir haben gegen Major Bob den Donnerorden, da heißt er Donnerorden, verdammt. Ah, ja super. Gut, steht nicht. Egal, wir haben auf jeden Fall den dritten Orden bekommen gegen Major Bob. Das reicht wirklich für eine Folge aus. So viel Abenteuer. deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen, wenn es wieder heißt, willkommen bei Pokémon Feuerrot.